Moin, mein Name ist Alvo und ich bin gerade im Wald unterwegs. Ich möchte einfach heute raus. Ja, ich möchte einfach aus dem Alltag raus, ich möchte aus der Stadt raus, beziehungsweise aus der Kleinstadt raus. Und ich will einfach in den Wald, ich will die Natur erleben, ich will Tiere sehen, ich will eine andere Luft riechen. Ihr merkt, die Richtung ist einfach raus. Ja. Ich bin jetzt hier im nahegelegenen Wald, bin noch ein bisschen alle von der kleinen Wandertour, die ich eben gemacht habe. Und ich werde jetzt erstmal mein Zelt aufschlagen, weil ich bin heute mit dem Zelt, nicht mit der Hängematte unterwegs. Und ja, dann werden wir einen ganz entspannten Abend zusammen haben und uns noch ein bisschen Natur zusammen angucken und so weiter und so fort. Das wird ganz wunderbar. Da könnt ihr mir drauf vertrauen. Viel Spaß dabei. Bei solch aufgerollten Matten macht es übrigens Sinn, die zwischendurch, bevor ihr sie auslegen wollt, einmal nochmal gegen den Strich wieder aufzurollen. So entspannt die sich ein bisschen mehr, ja. Einfach, damit die sich beim Hinlegen nicht so wälzt unten. Tja, so sieht das Zelt aus, wenn man noch nicht alles vollgepackt hat und wenn man noch nicht was drüber gespannt hat. Das sieht doch schon mal nach einer angenehmen Schlafstätte aus, aber da kommt jetzt natürlich noch was drüber. Es hat dann heute den ganzen Tag geregnet, da muss man dann schon mal auf seine Nummer sicher gehen. Ich werde es nicht ganz zumachen, aber zumindest größtenteils. Ja. Und dann räumen wir noch die anderen Sachen ein und dann können wir uns auch mit Kochen und anderen schönen, angenehmen Dingen beschäftigen, die man so draußen machen kann. Das Zelt habe ich euch übrigens auf dem Ausrüstungskanal in einem sehr ausführlichen Video mal vorgestellt. Wer sich dafür interessiert, ich verlinke das bestimmt, weil ich es nicht vergessen werde, da oben auf dem Ausrufezeichen. Was haben wir dabei? Wasser, ein bisschen Geheimzutaten, ein paar Zimtschnecken, da ist ein Kochset drin mit heute Abend. Hallo Sunrise. Hallo, sag mal hallo. Nee, keine Lust, okay. Mit ein paar China-Nudeln drin, Sunrise Napp, Sunrise Wasser. Und dann hier drin, und passt mal auf, ich habe was ganz Neues. Tada! Ich habe jetzt eine LED-Lampe, die ich in meinem Kit oben an meine Kamera machen kann. Und so sieht es dann hier drin aus. Sunrise ist ungeduldig, der will spazieren gehen. Ah, super, das freut mich. Mit dem Licht wird es übrigens auch einfacher in der Nacht zu drehen, genau deshalb habe ich es besorgt. Schauen wir mal, wie das heute funktioniert. Das wird sozusagen der Pionierversuch. Und ich würde sagen, ich habe noch keinen vollständigen Hunger. Das heißt, was hältst du vom kleinen Spaziergang, Sunrise? Wir gehen noch mal ein bisschen auf Wandertour, ne? Okay, jetzt gehe ich wirklich los. Ich stand gerade einfach schon wieder eine halbe Stunde gefühlt, einfach nur rum und habe den Vögeln zugehört. Klar, da ganz hinten ist auch eine Straße. Man hört auch ganz leicht dieses Hintergrundrauschen von den Autos. Aber die Luft ist schon ganz anders. Viel frischer, viel natürlicher, einfach irgendwie angenehmer. Ja? Man kommt sofort mit dem ganzen Grün und der Luft runter. Und dann steht man hier
und eine halbe Stunde vergeht und man tut gar nichts. Und wenn ich irgendwo in der Stadt wäre oder so, am besten noch Termindruck oder was weiß ich, ich würde durchdrehen, wenn ich eine halbe Stunde lang irgendwo einfach nur sein muss. Ja, im Stadtpark, auf einer Bank geht das schon viel eher, aber ansonsten irgendwo in der Stadt kriege ich die Krise. Aber hier, ich kann hier einfach nur 3 Stunden in der Hängematte liegen, ohne zu schlafen. Ja, auch, also gar nicht richtig wegschlafen oder so, sondern einfach nur da liegen und nach oben gucken, ins Grün und gar nichts tun. Vielleicht ab und zu mal mit dem Hund schimpfen, weil er rumquiekt. Oder einen Schluck Wasser trinken. Aber ansonsten einfach nur die Natur genießen. Das ist schon ein richtig schöner Tag. Heute Morgen war echt Regen, Regen, Regen. Ich hatte mich eigentlich, deshalb habe ich auch das Zelt mit, schon wieder richtig auf doll Regen eingestellt, vielleicht sogar leichten Sturm. Aber im Endeffekt, also friedlicher und schöner kann es kaum sein. Ja? Sogar bei der Wärme wäre ich vorsichtig, mir noch mehr Wärme zu wünschen, weil eigentlich ist das so mit dem Lodenanorak ganz angenehm. Aber wenn die Sonne weg ist, wird es, glaube ich, schon ein bisschen kälter. Da muss ich da mal gucken. Aber im Endeffekt, da drüben geht die Sonne immer weiter unter. Ich habe noch ungefähr 2 Stündchen, dann ist sie komplett weg. Aber natürlich, im Wald fehlt langsam das Licht. So habe ich ja auch die Lampe, die mache ich mal kurz an, damit ihr schon mal Bescheid wisst. So sieht das dann später mit Lampe aus. Ich muss aber sagen, das ist auch nicht gerade angenehm für mich, für die Augen. Ich muss immer so ein bisschen zusammenkneifen. Aber es geht schon, damit wir in der Nacht ein bisschen vernünftig filmen können, ne? Im Wald sind halt nicht immer die besten Lichtbedingungen. Das ist einfach so. Und dabei ist meine Kamera bzw. das Objektiv dazu auch schon relativ lichtstark. Aber das ist dann halt einfach so. Es ist wunderschön, wie da hinten gerade die Sonne untergeht. Und das ganze Grün, das wieder im Frühling. Ach Leute, ich bin glücklich. Ich werde jetzt auf jeden Fall langsam mal anfangen, was zu kochen. Ein paar Nudeln, damit ich was im Magen habe, was schön warmes und dann den Abend ein bisschen genießen kann. Ne? Ich habe mir ein bisschen von der selbstgemachten Geheimzutat eingepackt. Das wird ein schöner Abend. Da könnt ihr mir ganz vertrauen. Den kleinen Samwise habe ich übrigens mittlerweile im Zelt eingesperrt, weil der kommt nicht so richtig zur Ruhe. Der überdreht langsam, ne? Wie man das zum Beispiel von kleinen Kindern ja auch kennt. Jetzt quietscht er halt natürlich ab und zu, weil er es dann doof findet, wenn er mich dann nicht mehr sehen kann. Hallo Samwise. Der Wald hier ist auch tatsächlich besonders schön. Muss ich einfach sagen, das ist so ein richtiges Kleinod einfach. Er ist nicht groß, ich würde schätzen so 70 bis, naja, schon wahrscheinlich so um die 200 Hektar. Das hört sich erstmal viel an, aber 200 Hektar ist gar nicht so viel. Ja? Stellt euch 200 Fußballfelder vor, das könnt ihr innerhalb von einem Tag umkreisen und innerhalb von ein paar Wochen seid ihr eigentlich jeden Weg einmal gegangen. Deshalb kenne ich hier eigentlich auch mittlerweile fast jeden, also ich kenne jeden Weg und praktisch fast jeden Baum kenne ich hier mittlerweile in dem Wald. Und es leben schon ein paar geile Tiere hier, vor allen Dingen, die sind auch gar nicht so scheu. Ab und zu, wenn ich in meiner Hängematte, mein Lieblingsplatz kennt ihr ja zum Beispiel auch aus dem letzten Video, da war ich jetzt die Tage wieder, einfach zum Chillen, ne? Vielleicht auch ein paar Aufnahmen machen etc. Und da ist halt ein Reh. So, und das läuft halt 10 Meter an mir vorbei, einfach so ein bisschen durch die Büsche, guckt auch in meine Richtung so, aber solange ich nicht hektische Bewegungen mache oder so, guckt mich das an und geht einfach entspannt weiter. Läuft also nicht schreiend weg oder sonst irgendwas,
Das heißt, die Rehe sind das hier auch schon ein bisschen gewohnt, dass Menschen sind. Das ist ja sowieso, wir trauen der Natur immer nicht zu, dass sie sich anpasst. Aber wir Menschen sind ja anpassungsfähig und alle anderen Tiere ja irgendwo auch. Ich meine, wenn viele Menschen in einem Wald gehen und die Rehe sich dran gewöhnen, dann erschrecken sie sich ja auch nicht mehr so krass und werden dadurch nicht aufgescheucht. Ja? Ganz einfaches Prinzip. Und das ist hier bei den Rehen, merkst du das auch. So, weil ich habe gesehen, das hat sich zwar versteckt vor einem Menschen, der da dann 5 Meter von ihm vorbeigegangen ist an dem Weg, ist kurz so runtergegangen, hinter dem Busch, ne? Der Mensch hat das Reh auch nicht gesehen, aber einfach nur runtergegangen, hat geguckt, ah, der ist 3 Meter weiter und ist dann gegangen, ja, nicht gelaufen, einfach ein bisschen weiter, hat mich dann angeguckt und ist dann noch weiter gegangen. Also ganz entspanntes Tier. Und ja, da hast du halt einfach viele Tiere hier. Hier gibt es auch noch Feldhasen, ganz wenig. Aber ich habe schon den einen oder anderen gesehen, auch an dem Platz, wo ich bin. Was sehr witzig ist, weil der ist schon ein bisschen vom Feld entfernt. Ne? Also der Feldhase scheint in den Brombeerfeldern, die da so ein bisschen sind, so eine kleine Heimat gefunden zu haben. Und die Mücke auch, wahrscheinlich auf meiner Stirn gleich. Artenvielfalt auf jeden Fall. Und wir haben auch, ich glaube, es sind Falken oder so. Auf jeden Fall irgendeine Raubvogelart, die auch einen sehr hohen, schrillen Schrei hat. Das habe ich letztens auf dem Videomaterial von mir gesehen, von einer Ausrüstungsvideo. Das kommt dieses Wochenende oder kam, glaube ich, sogar schon, wenn ihr dann dieses Video seht. Und da ist das auch ein paar Mal im Hintergrund, da hört man das immer wieder. Und ich habe gerade auch wieder einen gesehen. Und da leben hier auch ein paar von und das finde ich auch sehr interessant, weil die sieht man natürlich nicht allzu oft in solchen Wäldern. Und wenn du dann so einen richtig dicken, dichten Buchenwald hast, ne, so einen mitteldeutschen schönen Buchenwald hast und da fliegt dann einfach durch den Sonnenuntergang einfach so ein Raubvogel lang und stößt so einen majestätischen Schrei aus. Das hat ein ganz besonderes Feeling, das gefällt mir super gut hier. Aber jetzt kochen endlich! Das hat schon gereicht. Top. Ist mir natürlich erstmal gerade schön der Trangia umgekippt. Eigentlich sollte der noch reichen, auch noch für morgen fürs Frühstück, weil ich wollte mir noch Rührei machen. Mal gucken, ob ich das jetzt so noch hinbekomme. Ansonsten muss ich halt doch ein Feuer machen, was mir eigentlich nicht gefällt, weil man sieht Feuerstellen halt immer über einige Zeit lang im Boden. Muss ich mal gucken morgen, wie ich das genau mache. Aber jetzt ist erstmal Entspannung angesagt. Prost! Wenn man im richtigen Winkel filmt, ist auch immer noch genug Licht da, wie man sieht. Jetzt habe ich zum Beispiel gerade die LED-Lampe nicht an, aber ich bin hier auch an einem Punkt, wo sehr gut das Licht durchkommt. Der letzte Punkt, das ist halt mein Lieblingsplatz hier in diesem Wald, ist wunderbar. Ich finde ihn total toll, da laufen immer wieder
Tiere lang, die sich von mir nicht stören lassen. Das ist mir wichtig, dass die Tiere sozusagen mich nicht als Fremdkörper wahrnehmen und dann den Bereich meiden, sondern die bleiben trotzdem da. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Aber dieser Platz ist so versteckt und so verwinkelt, dass dort halt überhaupt kein Licht hinkommt. Das heißt, dort kannst du schon ab 17, 18 Uhr praktisch es fast vergessen zu filmen. Jetzt haben wir 19.52 Uhr, also untergehende Sonne, aber noch ein bisschen Restlicht. Und hier an dem Platz geht das schon deutlich besser mit dem Film. Und jetzt sollten auch die Nudeln langsam durchgezogen sein, deshalb habe ich euch nämlich voll gequatscht, damit die noch ein bisschen ziehen können. Ah. Schön warm, schön heiß. Ha, ein bisschen zu heiß. Aber die sollten jetzt alle durchgezogen sein. Und es sollte sogar noch ein bisschen genug Spiritus da sein. Ich habe ein bisschen nachgeguckt, der Trangia ist noch zum Drittel voll. Das reicht für Rührei. Ja, wenn man sehr effizient kocht, reicht das gerade noch so. Ne? Man muss das Rührei ja auch nicht tot braten, sozusagen. Aber das sollte noch halbwegs reichen. Lass mir jetzt erstmal die Nudeln schmecken. Beziehungsweise... Ah, der Samba ist guckgierig. Ich sehe das aus dem Augenwinkel. Ihr seht das ja gerade besser als ich. Hier, guck mal. Einfach schnell was Warmes abends im Wald. Ich hatte nichts anderes da. Sehr gerne mache ich im Moment so gefüllte, frische Ravioli aus dem Kühlregal. Nicht Tiefkühl, sondern Kühlregal mit so ein bisschen Trüffel. Und da mache ich so eine Creme Fraiche Tomaten-Trüffel-Cremesuppe noch. Das schmeckt richtig gut. Müsst ihr auch mal probieren. Vielleicht mache ich das bei der nächsten richtig großen Kochtour mal wieder. Ich habe mir nicht die Hängematte mitgenommen. Ich bereue es ein bisschen, weil ich knie jetzt hier auf dem Boden. Das lag daran, ich bin von Regen ausgegangen. Und wenn es geregnet hätte, dann hätte ich, wenn ich das Zelt habe, noch zusätzlich das Tarp mitnehmen müssen. Ja, und das wäre mir dann zu viel geworden. Also nochmal 2 Kilo einpacken, weil ich bin schon ziemlich vollgepackt gewesen. Das fand ich doof. Aber jetzt haben wir Topwetter. Dann knie ich halt ein bisschen auf den Boden, ne? Das ist dann halt so. Übrigens, ich gehe nächste Woche, dieses Video sollte sonntags rauskommen. Und genau den Montag, beziehungsweise den Dienstag bis Freitag, gehe ich auf den Heidschnuckenweg, wenn endlich mal nichts dazwischen kommt. Bis jetzt muss ich den so oft verschieben wegen Krankheit, wegen Job, wegen anderen Sachen. Ja, einmal hat zum Beispiel meine Frau gemeckert, dass ich überhaupt nicht mehr zu Hause bin, neben der Arbeit. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann bleibe ich halt die Tage zu Hause, anstatt auf den Heidschnuckenweg zu gehen. Aber jetzt sieht alles gut aus. Ich gehe zusammen mit Marc, ne? Der ist ziemlicher Anfänger. Der hat auch schon ein paar Mal gesagt, er weiß gar nicht, ob er das schafft. Ich habe gesagt, ja, ist doch kein Problem. Man muss es doch nicht schaffen. Dann fährst du halt später, früher als ich nach Hause. Nach dem zweiten oder dritten Tag, je nachdem, was du schaffst. Und dann halt mit dem Bus und ich wandere dann halt weiter. Es sind noch knapp 90 Kilometer. Das sollte man in 4 Tagen schaffen. Das ist durchaus machbar. Und Samwise wird mitkommen, weil der kann nicht die ganze Zeit zu Hause bleiben. Beziehungsweise ist es sehr unangenehm für ihn, ne? Weil Seja hat nicht so viel Zeit, ihn dann zu bespaßen. Und da kommt er halt mit. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich der Hund macht bei längeren Wandertouren. Das wird dann die erste richtig längere Wandertour. Das hier ist nicht die erste Übernachtung mit dem Hund. Aber ich habe noch nie eine lange Wandertour mit Samwise gemacht. Mein Magen ist voll. War lecker. Schönes, einfaches Mahl. Die Sonne geht da hinten unter. Ich werde jetzt mal genießen und chillen einfach nur, ja. Vielleicht nehme ich euch ab und zu mal mit auf meine kleinen Streifzüge hier. Zeige ich noch ein bisschen Natur. Wir genießen das zusammen. Einfach schön.
die Nacht ist reingebrochen. Samwise und ich waren gerade auf einem sehr, sehr langen nochmal Spaziergang. Ich habe euch da nicht mitgenommen, weil wir beide wollten mal aber unsere Ruhe haben. Ich habe mir einen alten Jägerstand angeguckt, der hier noch im Wald ist und so weiter und so fort. Ja, war ein sehr schöner Spaziergang. Und ihr merkt, jetzt ist es zappenduster, ja. Man kann mich jetzt sehen wegen der LED-Lampe genau drauf, aber ansonsten, man sieht ja hier gar nichts mehr. Obwohl tatsächlich der Lichtkegel hier, mit dem kann man dann theoretisch was sehen, aber die Kamera kriegt das nicht hin. Die stellt nur mich scharf, ist jetzt in Ordnung. Ich werde mich jetzt langsam ins Zelt reinbewegen. Es ist ein bisschen kälter geworden, es ist aber noch angenehm. Ein bisschen was trinken, essen, knuddeln mit dem Hund. Den habe ich eben schon wieder nach Zecken abgesucht. Ihr wollt es gar nicht so genau wissen. Und dann gibt es bald eine entspannte Nacht. Vorher melde ich mich aber natürlich nochmal. Sag mal gute Nacht, Samwise. Sag mal gute Nacht. Da ist noch eine Zecke, ey. Diese Mistviecher, ne? Warte. Oh. Hässliches Scheißvieh. Das war bestimmt nicht die letzte. Oder? Da sehe ich doch gleich noch eine. Ja, fantastisch. Es waren jetzt 4 Stück. Und ich habe dich vorher schon mal abgesucht. Warte. Platz. Platz, habe ich gesagt. Feiner Wurf, gut gemacht. So, ich bin jetzt im Zelt, hab's mir ein bisschen gemütlich gemacht. Samwise hat Zecke um Zecke. Ich bin nur mit einem halben Unterkörper sozusagen im Schlafsack drin. Obenrum habe ich noch meinen Lohnanorak an, weil ich weiß, ich muss bestimmt noch mal auf Toilette raus. Ja, ich genieße jetzt einfach die Nacht ein bisschen. Ich habe jetzt auch das Zelt komplett blickdicht gemacht, weil Samwise sonst... Der kommt nicht zur Ruhe. Der guckt die ganze Zeit so da raus. Hm? Weil der sieht natürlich mit seinen Hundeaugen Dinge, die wir nicht sehen. Ne? Ich muss sagen, ich bin zufrieden mit dem LED, so wie das funktioniert. Auch wenn ich jedes Mal, wenn ich reingucke, es mich tierisch blendet. Und ansonsten würde ich sagen, hoffe ich auf eine geruhsame Nacht. Auf eine entspannte Nacht. Vielleicht höre ich ja das ein oder andere Reh. Vielleicht auch einen Fuchs. Das gibt's ja alles. Ne? Und ich würde sagen... Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Morgen oder guten Morgen, möchte ich sagen. Wir haben ungefähr 7:30. Die Sonne steht da oben schon schön, leuchtet aufs Zelt rauf, hat mich ein bisschen geweckt. Wir haben wunderbares Wetter, also keine Wolke am Himmel.
Die Nacht war ein bisschen kalt, ehrlich gesagt. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es nochmal so weit runter geht, aber ich schätze, wir haben so 3, vielleicht noch 4 bis 5 Grad, ne? Aber schon relativ kühl für diese Jahreszeit, weil wir haben es ja Mitte Mai und wir hatten vor allen Dingen auch schon wärmere Nächte und Tage. Das habe ich ja mitbekommen bei meinen Mittelalteraufenthalten und es ist, ja, ich habe nicht damit gerechnet, aber es war jetzt auch nicht mega schlimm. Ne? Ich habe manchmal ein bisschen gefröstelt, aber im Endeffekt war alles in Ordnung. Die Vögel sind natürlich am Zwitschern wie bescheuert. Man hört es wahrscheinlich selbst auf dem Mikrofon, so wie ich gerade hier. Also aus allen Baumwipfeln freuen die sich, jubilieren des neuen Tages sozusagen. Ach, schön. Da hält sich auch meine Stimmung gleich ein bisschen auf, wenn ich die Vögel so freudig höre. Ja? Da kann man den Tag schon schön beginnen, sag ich mal. Und jetzt mache ich mir dann gleich erstmal Essen und genieße einfach entspannt ein bisschen Natur. Nehme euch noch die letzten paar Meter sozusagen mit. Und dann wird das Zelt abgebaut und dann wird zurückgewandert. Aber, ne, Eile mit gar nichts. Nur Weile. Die Einmischung mache ich mir übrigens zu Hause schon fertig, in so einer kleinen, insulated, isolierten Thermoskanne. Und da mache ich im Prinzip nichts anderes rein, außer, ich glaube, das waren jetzt 3 große Eier. Dazu ein bisschen Milch, Salz, Pfeffer und Kurkuma. Ne? Ich mag es ganz gerne, wenn noch ein bisschen Kurkuma drin ist. Man kann auch noch ein bisschen Zwiebelgranulat oder so reinmachen. Dann wird das Ganze schön würzig. Gefällt mir. Ich hätte noch einen Tick mehr Salz reintun können für meinen eigenen Geschmack. Aber es lässt sich auch nicht immer so leicht abschätzen. Und hier habe ich jetzt keine Gewürze sonst mit rausgenommen. Aber das ist zum Beispiel super einfach. Einfach nur zu Hause vorquillen in der Schüssel und dann irgendwo reinfüllen, was halbwegs flüssigkeitsdicht ist. Dann kannst du dir draußen einfach Rührei schnell machen. Lecker, lecker Rührei. Mmh. Ich habe einen Fan. Der sitzt da unten auf dem Boden und glotzt mich an, als wäre er 13 und ich eine geile Frau mit Brüsten. Tja, das ist das wahre Leben. Nicht, dass sie im Büro sitzen oder so. Auch wenn ich gerne meine Videos schneide, aber, ne? Aber hier draußen, das ist es. Oder auf Mittelaltermärkten lagern. Das kommt ähnlich ran, weil da ist man noch mit der ganzen Gruppe unterwegs. Man hat ständig irgendein Handwerk zu tun, wenn man darauf Lust hat. Oder man chillt halt einfach nur den ganzen Tag. Es ist sowieso, ich bin ja vom Mittelalter zum Bushcraften gekommen sozusagen. Und das hat sehr, sehr viele Parallelen, muss ich sagen. So. Jetzt genießen wir erstmal noch ein bisschen. Den Rest des Rühreis hat gerade Zambeis bekommen. Ich habe den Topf auf den Boden gestellt. Warte, ich zeig's euch einfach. Guckt ihn euch an, wie er da gierig drin rumschlingert im Topf. Braucht man keine Spülmaschine mehr.
Packen, 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 macht so Spaß. Nicht. Tja, Freunde, das war's dann auch schon. Die Nacht ist rum. Das Wildcampen, das Zelten, das Genießen der Natur ist leider rum. Ich muss wieder zurück. Kann man nichts machen, im Endeffekt, ne? Es wäre natürlich schöner so, wenn mehr Menschen so natürlich leben würden. Wir uns alle mehr in die Natur integrieren würden, mit dem Zyklus der Natur auch leben würden, wie es Menschen auch früher getan haben. Aber das ist halt leider nicht mehr so. Und deshalb bleiben uns nur diese kurzen Momente, die uns so glücklich machen, wie mich jetzt gerade. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du konntest dabei etwas mitnehmen. Hier links und rechts oben findest du weitere Übernachtungen, allgemein Bushcraft-Videos. Einfach mal durchschalten, wenn du einen langen Sonntag hast. Vor allen Dingen Sonntagabend zum Beispiel. Unten in der Videobeschreibung findest du alle Infos, die du brauchst. Zum Beispiel auch über Ausrüstung, über meinen Zweitkanal, der sich nur um Ausrüstung dreht, etc. etc. Schau da gerne mal vorbei. Wenn du danach noch Fragen hast, dann schreib sie gerne in die Kommentare rein. Dann beantworte ich das. Oder jemand anders, falls er sich berufen fühlt. Ich wünsche euch einen ganz fantastischen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr dieses Video seht. Lasst es euch gut gehen. Geht mehr in die Natur. Schlaft auch eine Runde draußen. Genießt es einfach und fühlt euch ein bisschen mehr als Mensch und nicht nur als Nummer und Maschine. Ich sag dann mal tschüss, tschüss.